Herzlich willkommen bei Fernsehkritik TV. Diesmal mit folgenden Themen: Herr Posch geht vor die Hunde und Desaster an der Heimatfront. Hier ist Folge 165 aus dem Alsterfilmstudio in Hamburg. Ja, schönen guten Abend. Ich bin jetzt auch in psychologischer Betreuung. Also ich habe dadurch Panikattacken. Ich habe, wenn mich länger als eine Minute jemand anschaut, denke ich, dass der mich eventuell aus dem Fernsehen kennt, dass es eventuell der eine aus Facebook ist, der dort geschrieben hatte, dass man mich im Brand stecken müsste. Na und, es juckt ihn doch nicht. Über den ist doch der blaue Himmel. Der sendet doch sowieso. Es ist ihm doch völlig egal. Den interessieren keine Gesetze, den interessiert gar nichts. Wie kann man eine 2,5-Stunden-Show zur besten Sendezeit am Samstagabend so kaltherzig gestalten? Da ist ja jedes Flüchtlingsheim gemütlicher. Es gibt jetzt nämlich eine Beratungshotline von Helena Fürst. So, da hat sie auf Facebook gepostet, hier, ne? Ihr könnt mich immer gerne anrufen und so weiter. Es kostet 1,99 pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Ja, und ihr erreicht mich immer werktags von 10 bis 12 Uhr und so weiter und so fort. Und sicherlich interessiert Sie jetzt sehr, was man da denn hören kann auf dieser Hotline. Mich interessiert das natürlich auch und deswegen rufe ich da jetzt mal an. So,